Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Holy Camoli. Leute, das ist ein teures Schätzelein. Heute schauen wir in den Douglas Luxury Adventskalender hinein. Der kostet sage und schreibe 189 Euro. Ist der noch teurer geworden? Das hört nicht auf, ne? Aber nun, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen in dieses sehr teure Schätzchen reinzugucken, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich meine, immerhin sollen da 950 Euro Warenwert drin sein. Es darf hier kein Füllprodukt drin sein. Es dürfen auch irgendwie keine Mini-Winnie-Produkte drin sein. Es sei denn, die sind von sehr, sehr teuren Marken. Der muss knallen. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen, dann abonniere doch super gerne meinen Kanal und trete meiner Community bei und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ist das weihnachtlich? Nee. Es sieht aber halbwegs luxuriös aus. Für 189 Euro hätte das noch ein bisschen hochwertiger aussehen können. Also, dass es nicht nur von außen so ein harter Karton ist, sondern vielleicht auch so Schubladen von innen. Das hier sind ganz leichte Pappschachteln. Aber immerhin wurde an Zwischenebenen gedacht. Wir starten am 1. Dezember. Und es fühlt sich schwer an. Der ganze Adventskalender fühlt sich schwer an. Okay, es ist eine Marke, die wir kennen und die wir mögen. Paula's Choice, das Skin Perfecting mit 6% Mandelsäure, 2% Milchsäure, Liquid Exfoliant und da sind 88 Milliliter drin enthalten. Ich glaube, dass Milchsäure auch zu den PHAs gehört, also zu einer etwas sanfteren Säure. Ne? Und also das ist ein chemisches Peeling. Ich habe hier mal ein Video gedreht, da erzähle ich ein bisschen was zu unterschiedlichen Peeling-Arten. Ich finde, dass sowas in der ersten Zahl, in der Nummer 1, richtig gut aufgehoben ist, weil so kann man auch mal ein bisschen antesten, bis Heiligabend, ne? Ob dieses Produkt überhaupt der Haut gefällt, also ob man damit überhaupt klarkommt. Das finde ich richtig gut. Sehr klein, aber hoffentlich fein wird die Nummer 2 sein. Bobbi Brown. Schön, ein Lippenpencil, also ein Lippenliner mit 1,15 Gramm in der Farbe Pale Mauve 33 habe ich hier einmal diesen Lip Liner. Und dann schauen wir einfach mal, wie der so farblich aussieht. Oh, ein sehr kühler Lip Liner, der dann auch sehr wahrscheinlich vielen passen wird und so einen schönen My Lips But Better Effekt geben wird. Schauen wir mal. Also sieht für mich sehr hübsch aus. Bobbi Brown ist eine echt hochpreisige Marke und deswegen finde ich das klasse, dass es hier mit drin ist. Nicht nur wegen der hochpreisigen Marke, sondern auch wegen der Farbe, Leute. Ne? Denn ich finde zum Beispiel, wenn du so eine hochpreisige Marke hast, brauchen die jetzt nicht unbedingt da was super Specialiges von reinpacken, weil das benutzt du zu selten. So ein Lip Liner, den verwendest du halt auch wirklich im Alltag. Du verwendest den aber auch, wenn du ausgehst und das macht halt echt Sinn. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Oh, Sisley, Hallöchen. Hair Ritual bei Sisley. Eine Haarmaske ist das, die Regenerating Hair Mask mit botanischen Ölen oder Botanical Oils Hair and Scalp Care, 50 Milliliter. Oh, interessant. Das heißt, es ist eine Maske, die man sich nicht nur in die Länge und Spitzen gibt, sondern auch an den Haaransatz. Ich meine, dass ich die schon mal hatte und alles, was ich bislang von Sisley verwendet habe, ist frech, weil ich das echt gut finde, aber das hat echt seinen Preis, ne? Und ja, das wird auf jeden Fall dann auch mal ausprobiert. Freue ich mich drauf. Gesicht, dekorative Kosmetik und Haare sind bereits abgefrühstückt. Sehr wahrscheinlich können wir jetzt in der Nummer 4, die haben wir hier, ein bisschen Körperpflege erwarten, oder? Das wäre doch richtig nice, wenn das halt so abwechslungsreich wäre. Caudalie, Veno Perfekt. Oh nee, wir haben ein Serum für mehr Ausstrahlung und gegen Pigmentflecken, für Gesicht, Hals und Dekolleté ölfrei und dann mit diesen Olivensqualan, 30 Milliliter Squalan. Valane sind so Öle, die halt ja, aus Oliven gewonnen werden, also halt pflanzlich, ne? Und das ist ein, ja, Lipid, ein Öl. Das legt sich quasi auf die Haut und bewahrt sie vor Feuchtigkeitsverlust, dass quasi keine Feuchtigkeit aus der Haut verdunstet und die Feuchtigkeit so in der Haut bewahrt wird. Die Veno Perfekt Reihe habe ich auch schon mal ausprobiert. Ich persönlich vertrage sie leider nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Finde ich sehr, sehr schade, aber ich finde es eigentlich cool, dass es hier mit drin ist, weil es hört sich ja eigentlich echt toll an. Ne? Der 5. Dezember macht einen sehr leichten Eindruck auf mich. Dermalogica. Da habe ich den kompletten Adventskalender von diesem Jahr schon ausgepackt. Ist im i verlinkt. Sehr, 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 sehr gut, weil der halt wirklich für jede Haut geeignet war. Multivitamin Power Firm. Das ist das Firming Eye Treatment aus der Age Smart Reihe mit 15 Millilitern. Leute, ich habe hier, glaube ich, ein echt teures Produkt in den Händen. Das finde ich, also
sehr charmant und ich finde auch die Dermalogica-Produkte sehr hautverträglich. Und deswegen freue ich mich drüber, dass es drin ist und dass es, also in so einem teuren Adventskalender, so ein schönes Augenprodukt von so einer, ne, guten Marke. Das ist wirklich, freut mich, denn ich möchte ja natürlich auch, dass hier das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht nur vom Preis her, vom Leistungsverhältnis, was den Wert angeht, gerechtfertigt wird, sondern auch von den Inhalten. Sonst könnte ich euch immer ein ganz kurzes Video machen und sagen, okay, das kostet der, das ist er wert. Die Produkte sind entscheidend. Sie ist schon goldumrandet. Die Nummer 6 ist Nikolaus und das darf auch sehr, sehr besonders sein. Oh, Zago Perfume Eau de Parfum. Hallöchen. 30 Milliliter. Finde ich toll. Kenne ich noch nicht. Das hat ein Herz drauf. Finde ich sehr charmant von diesem Parfum. Das ist so liebevoll daherkommt. Ich glaube, das sind so ganz spezielle Düfte, ne? Also, es ist jetzt nicht in der wunderschönen Verpackung. Es ist gut ausgepolstert, ne? Eigentlich sprüht man das ja auf dieses hier, ne? Aber ich mache das mal auf das Große. Oh, ein sehr breiter Sprühnebel. Das riecht sehr schön blumig. Das ist ein Duft, den ich mag. Sehr fraulich, elegant. Ich blende euch die Duftkomposition ein. Es ist jetzt kein super besonderer Duft im ersten Schnüff, ne? Jetzt kommt so was leicht Süßes auch mit dahinter her. Also das ist auf jeden Fall ein Duft, den ich mag. Der ist schön. Ja, eine schöne Nummer 6. Dann schauen wir mal, ob die Nummer 7 daran auch anknüpfen kann. Eine Mascara. Oh, von Anna Jahrke oder Anna Jahrke haben wir eine Volumenmascara mit 8 Millilitern oder 8,5 Millilitern hier drin. Habe ich gerade nicht so schnell lesen können. Was warst du? 8,5. Da haben wir sonst immer halt so Pflege drin enthalten. Aber jetzt haben wir hier dekorative Kosmetik drin. Sieht sehr schlicht aus. Ich blende euch mal das Bürstchen ein. Ich kann nicht jede Mascara aufmachen, weil ich sehr viel aus den Adventskalendern ja immer wieder verlose, verschenke und so, ne? Und dementsprechend oder halt spende. Und da kann ich nicht alles öffnen. Und ja, finde ich aber sehr, sehr nice. Jetzt schon am 7. Dezember eine Mascara drin. Das finde ich gut. Das kracht hier eh schon am laufenden Band, aber auch die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Ich vermisse nach wie vor ein bisschen Körperpflege. Und da sie sich sehr schwer anfühlt, könnte die hier drin sein. Nein. Es ist von Pharmacy Honey Halo ein Ultra Hydrating Ceramide Moisturizer, 30 Milliliter. Wie einfach direkt mein Gesicht so aufhält, ne? Aber ganz ehrlich, hatten wir das nicht schon mal drin? Das kommt mir so bekannt vor. Diese wabenförmige Verpackung, ne? Kommt mir sehr bekannt vor, als hätte ich den schon mal verwendet. Ceramide ist ein sehr, sehr hautreparierender Wirkstoff. Ich habe hier auch mal ein Video über Wirkstoffe gemacht. Den kann jeder sehr gut gebrauchen, ne? Schön. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Haarpflege freuen. Und zwar von GHD, den Bodyguard. Eine Travel Size Heat Protect Spray. 50 Milliliter sind hier drin. Also hast du hierdurch einfach Hitzeschutz. Sowas verwende ich auch immer, weil ich immer meine Haare auch föhne. Und ja, das ist gut. Das kann man gut gebrauchen. Das hatte ich auch schon mal, das mochte ich. In der Nummer 10 darf es mit etwas Riesigem weitergehen. Und zwar haben wir hier die Lift Express Ampullen drin enthalten von Barbour. Da sind 7 Stück von drin. Und das finde ich toll, dass wir hier sowas Großes drin haben. Das hat ja einen Wert von, ja, keine Ahnung, 40 Euro ungefähr, ne? Und deswegen ist es hier richtig gut aufgehoben in diesem sehr hochpreisigen, hochklassigen Adventskalender. Finde ich klasse. Also, ne, das verwende ich halt auch ganz gerne so anstelle von einem Serum. Wenn man halt eine Ampulle verwendet, ist die meistens mit etwas höherer Wirkstoffkonzentration als ein reguläres Serum. Und da verwendet man vielleicht eine oder zwei Ampullen pro Woche. Man kann die sich auch noch aufteilen, wenn man möchte, auf 2 Anwendungen, je nachdem, wie weit du deine Gesichtspflege auch runterziehst. Ich mache das halt wirklich, dass ich Gesicht, Hals und Dekolleté immer pflege. Weil sonst habe ich irgendwann so ein total glatt gebügeltes Gesicht quasi, ne? Aber Hals und Dekolleté sehen aus wie, weißt du, Bescheid. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, fühlt sich an, als wäre sie sehr gut gefüllt. Nee, sie ist einfach nur schwer. Aber wir haben hier ein Parfüm drin von Jo Malone. Wood Sage and Sea Salt Cologne. 9 Milliliter sind hier drin. Diese Jo Malone Düfte, die sind ja total immer beliebt und gehypt und so weiter. Meine Erfahrung ist aber, dass die gar nicht so lange halten. Das ist immer ein bisschen schade, ne? Weiß auch nicht. Mögen wir uns? Der Sprühstoß ist ein bisschen aggressiver als das von dem Zarco Perfume eben, ne? Ist das ein Winterduft? Der ist auch eher zurückhaltend, finde ich. Aber sehr, sehr holzig. Ich würde ihn definitiv auch als Unisex bezeichnen. Als würde, das ist eher für meinen Freund ein Duft, ne? Aber als würde ich quasi mit meinem Freund am Meer spazieren gehen, wo auch ein Wald ist. So riecht das. Und mein Freund hat dann frisch geduscht. So riecht das auch.
Halbzeit, die Nummer 12. Oh, jetzt kommt gerade der. Der wird intensiver und der wird gerade richtig zitrisch, Leute. Der verändert sich gerade. Ganz interessant. Okay. Oh. da haben wir von M2 Beauté das Eyelash Activating Serum mit 1,5 Millilitern drin. Ja, nicht schlecht, Herr Specht, ne? Also so ein Wimpernserum finde ich immer ganz fein. Ich verwende auch das von Revitalash aktuell. Da könnt ihr auch mit Claudi 15, wenn ihr möchtet, drauf sparen auf der Homepage selber. Und hier überfliege ich mal kurz die Inhaltsstoffe, ob ich da was mit Prost lese. Da ist Panthenol auf jeden Fall drin. Ja, da ist auch was mit Prost. Das heißt, du hast hier auch Hormone drin enthalten. Und dann wirkt es halt nicht nur mit Lipiden, wie zum Beispiel Rizinusöl oder keine Ahnung, was nehmen die sonst immer gern. Also dieses Castor Oil wird auch gerne genommen bei Wimpernseren. Ne? Das heißt, es ist nicht nur haarpflegend für die Längen, sondern halt auch wirklich am Ansatz anzuwenden. Dann wird es wahrscheinlich auch wie ein Eyeliner aussehen, sodass man da dann auch wirklich die Wachstumsphase der einzelnen Wimper schön verlängert. Da muss man ein bisschen aufpassen in Schwangerschaft und Stillzeit, ne, dass man das dann nicht verwendet oder halt, wenn man keine Hormone verwenden möchte. Ich finde, dass die erste Halbzeit definitiv eine dufte Sache ist. Für mich persönlich könnte hier vielleicht auch das ein oder andere Mal in Richtung Körperpflege kommen, einfach um das ganzheitlich abzudecken. Ansonsten finde ich, dass wir hier schöne Produkte, eine gute Auswahl und ja, auch wirklich alles ein bisschen schön gemischt haben. Wir haben jetzt keine komischen Doppelungen oder so, ne? Jetzt mache ich weiter mit dem 13. Dezember. Oh, das ist von Anastasia Beverly Hills. Das Brow Freeze Gel, 7 Milliliter. Leute, ich sage es immer wieder, ne? Packt in solche Adventskalender klare Augenbrauengele rein, packt einen Primer rein, packt ein loses Puder rein. Das können halt alle verwenden und da tretet ihr keinen mit auf den Schlips. Das finde ich sehr schön. Das müsste ich auch noch selber da haben, weil wir das auch mal in Boxen drin hatten oder halt auch mal in einem Adventskalender. Und das mag ich. Das finde ich richtig klasse. Also auch sehr edel, ne? Das ist auch, hier haben wir das Logo, dann ist das Ganze auch so ein bisschen haptisch, leicht silikonig von außen, so dass es sich auch, es ist ein schöner Handschmeichler. Das passt hier gut rein. Und vor allem auch eine wirklich nette Marke. Der 14. Dezember enthält ein Serum von Rosenthal. Da habe ich übrigens auch den Adventskalender von bestellt. Ich bin sehr gespannt, was drin ist. Botanical Lifting mit Hyaluron und Koffein. Das finde ich sehr, sehr toll. 30 Milliliter dürfte auch hier eine Originalgröße sein. Ich wusste nicht, dass Rosenthal auch bei Douglas vertreten ist. Das ist sehr interessant. Und ja, Hyaluron kann jeder gebrauchen. Koffein ist auch so ein bisschen belebend, ne? Ja. Ist halt unser zweites Serum, aber es ist schön. Ja, wir haben auch zwei Parfums hier drin, Claudi, ne? Da gerne mehr von. Weiter geht's am 15. Dezember mit Haarpflege von Olaplex. Das packen die, also in vielen Adventskalendern findest du Olaplex und genau diese Nummer 3, den Hair Perfector Repairs and Strengthens All Hair Types, 100 Milliliter sind hier drin enthalten. Also das ist eine Haarpflege, ja, wo viele sagen, das ist super. Ich kenne mich mit den Nummern nicht aus. Ich habe ja auch mit Purish die Kooperation und die haben mir auch schon öfters gesagt, Mensch, willst du nicht mal Olaplex ausprobieren? Weil das findet man dort auch bei denen im Sortiment. Und da kannst du, also bei Purish mit Claudis Welt 10, immer auf alles von meiner Collection-Zeit sparen, was sehr, sehr viel ist. Also so ungefähr alles, was ich immer so präsentiere, ne? Was ich auch immer wieder im Gesicht verwende. Und auf den kompletten Sale. Also da könnt ihr gerne auch in der Infobox vorbeischauen. Da ist ein Link dazu drin. Und ja, genau. Also hier haben wir auf jeden Fall den Hair Perfector. Ich glaube, das ist auch so was Ähnliches wie eine Haarmaske, oder? Sehe ich das falsch? Lehne mich da weit aus dem Fenster. Hier steht nämlich drauf, oh nee, use before shampooing, not a conditioner. It's a bond builder. Ach so, du benutzt es vor dem Shampoonieren und das ist kein Conditioner. Aha, interessant. Weiter geht die wilde Reise am 16. Dezember. Hier ist etwas drin von La Mer. Es ist entschuldigt, dass es nur 7 Milliliter drin sind. Das ist die Creme de La Mer, The Moisturizing Cream. Das ist immer so, ja, die hatte ich letztes Jahr, glaube ich, auch in diesem Adventskalender drin, ne? Die habe ich verwendet und die mochte ich leider. Das ist so La Mer und Clé de Peau, wenn die mit drin sind. Das ist gefährlich, aber auch Sisley, das ist wirklich so eine Sache, die kaufe ich mir nie, nie, nie. Mein Freund würde mich echt nach dem Verstand fragen, wenn ich mir das holen würde, ne? Aber wenn das halt in so einem Adventskalender drin ist, dann freue ich mich darüber. Und ja, das ist unsere zweite Gesichtscreme quasi, ne? Und ja, also ich mag die halt. Die ist halt wirklich sehr gut, auch für trockene Haut geeignet. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Ja, das geht aber dann zu euch. Ah, wie geil ist das denn? Von Cartier habe ich hier nämlich so eine Miniatur von einem Parfum. Und zwar das La Panthère, also der Panther halt, ne? Eau de Parfum, weiß ich nicht. Wie viele Milliliter sind denn hier drin? Das steht hier gar nicht drauf. Müsste ich online mal recherchieren. So schaut es auf jeden Fall aus. Und das ist doch mal richtig hübsch. Also, ne, bei solchen Miniaturen, die sammle ich übers Jahr einfach und packe euch da einen Adventskalender halt zusammen, den ihr dann irgendwann mal in einem Video von mir gewinnen könnt. Und ja, genau.
Ne? Das finde ich ganz hübsch. Aber ich verwende halt selber oder habe halt keine Miniaturen, weil ich einfach gerne mag, sowas zu sprühen oder so. Ne? Das ist einfach so mein Ding. Und ich weiß, viele von euch sammeln die Dinge halt. Ne? Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Und dann mache ich euch doch lieber eine Freude, als dass ich das dann hier irgendwie horte. Ne? Genau, dann habe ich hier von Dr. Susanne von Schmiedeberg Dermacosmetics Youth Booster Age Reverse Cream. Das ist die dritte Creme mit L-Carnosin, Hyaluron und Jojoba-Extrakt. Hier sind dran 20 Milliliter. Ja, ne? Also ist, glaube ich, auch eine ganz gute Marke. Also irgendwie überall, wo so Dr. Barbour, Dr. Susanne von Schmiedeberg, Dr. dies, das, Ananas, die sind dann halt allein durch den Doktortitel schon mal ein bisschen teurer. Und ja, hört sich ganz interessant an. Dermakosmetik ist ja auch so ein bisschen immer dafür da, dass wenn halt wirklich ein Hautproblem besteht, dass das dann auch bearbeitet wird und dass sie halt auch Produkte herstellen, die für problematische und sehr sensible Haut geeignet sind. Und ja, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr vielen gefallen wird. Und das ist auch so eine Sache, wenn ich so einen teuren Adventskalender auspacke, möchte ich ganz gerne, dass alle Produkte alle verwenden können, weil das macht ja sonst keinen Sinn, ne? Brauchst halt kein 100-Euro-Serum hier drin haben, wenn du es nicht verwenden kannst. Die Nummer 19. Mesauda, ein Galactic Shadow mit 4,5 Millilitern. Das dürfte eine Originalgröße von einem Lidschatten sein. Habe ich übrigens auch bei Purish. In der Möglichkeit, dass man das rabattiert bekommt, ne? Die Farbe 101 Atmosphere ist hier die Farbbezeichnung. Ja, ich weiß nicht, ist das jetzt ein Downgrade oder ein Upgrade? Liquid Eyeshadows sind ja auch sehr, sehr beliebt, aber letztes Jahr hatten wir eine Lidschattenpalette von Mesauda drin. Was eine schöne Farbe. Das mag ich ja gerne leiden. Die kannst du auch immer tragen. Das in Kombination einfach mit einem Bronzer aufs Lid. Wow. Ich glaube, das kommt richtig gut. Und da hast du auch, glaube ich, so ein bisschen auch so gelb-grünliche Sparkles drin. Schön. Tja, und schon befinden wir uns im 20er-Bereich. Der 20. Dezember fühlt sich nicht ganz so voll befüllt an. Ist er auch nicht. Ey, wir haben immer noch nichts für den Körper gehabt, sehe ich gerade, ne? Krass. Auch wieder von Anna Jahrke, Enyaqui, Ultra Time Perfect Biotic, was bist du? Regulating Care. Was machst du denn? Hautpflege zur Regulierung des Mikrobioms, 30 Milliliter. Das hört sich gut an. Das Mikrobiom wiederherzustellen ist immer super wichtig. Also, wenn ihr so chemische Peelings macht, wie jetzt hier Paula's Choice in der Nummer 1 oder so, habt ihr natürlich euer Mikrobiom so ein bisschen außer Kontrolle gebracht. Ist klar, ne? Also, ihr macht ein Peeling. Ihr nehmt ja auch wirklich was von der Haut runter. Und dann macht sowas danach halt richtig, richtig Sinn. Oder halt auch so eine Creme mit Ceramiden, ne? Dass man das Ganze sanfter angeht. Ich meine, dass es auch eine Creme ist und dass es nicht noch ein Serum ist. Und dann finde ich es halt blöd, dass es so schnell hinter der von der Susanne kam, ne? Und unsere dritte Gesichtscreme. Jetzt muss Schluss sein. Unsere vierte, hallo? Die Nummer 21, auch die fühlt sich sehr, sehr leicht an, aber das spricht dann ja oft für dekorative Kosmetik. Zu Eva hat sich hier auch wieder verewigen dürfen. Velvet Love Liquid Highlighting Blush in der Farbe Pink Nectar. Das ist mit 13 Millilitern sehr wahrscheinlich auch eine Originalgröße. Das wird so ein, ja, schimmerndes Blush sein, ne? Mag ich persönlich leider nicht, deswegen werde ich das jetzt auch nicht swatchen. Schaut euch da gerne online die Swatches zu an, aber, oder Nicoles Video. Ich glaube, sie hat ihr Video auch schon veröffentlicht. Bei mir kam der Adventskalender etwas zu spät. Genau, ja, also doch, du hast hier in einem Produkt Blush und Highlighter quasi abgefrühstückt, ne? Und nicht jeder ist ja wie ich. Ich mag halt nicht so gerne Blush-Lighter, aber ich glaube, es ist ein sehr angesagtes Produkt und deswegen mögen viele das auch. Die zweite und letzte Schnapszahl, der 22. Dezember. Fable and Main Holy Roots, ein Pre-Wash Hair Oil. Oh, bevor du dich shampoonierst, machst du das in die Haare rein. Und dann bekommst du dadurch stärkeres Haar. 55 Milliliter sind hier drin. Das ist ja interessant. Also ich habe da auch schon von gehört, dass das eine sehr, sehr gute Marke sein soll. Hatte das auch schon in einem anderen drin, ich glaube, englischen Adventskalender drin. War das in dem Kalt Beauty war das mit drin, ne? Genau. Und ja, ich weiß nicht, wie lange man das dann entsprechend einwirken lassen muss. Das muss ich mir nochmal durchlesen. 5 Minuten nur. Ach, das ist ja toll. Oder die ganze Nacht. Ja gut, komm. Übertreibt man nicht dein Leben. Und sowas finde ich immer ganz nice, wenn das halt nicht so Ewigkeiten nämlich einwirken muss. Ist ganz süß hier mit dem Tiger drauf, ne? Schön. Mal gucken, ob der mir auch zu einer Tigermähne, vielleicht eher Löwenmähne weiterverhelft. Helft, verhilft, reden, nein. Ein Tag vor Heiligabend halte ich jetzt hier den 23. Dezember in meinen Händen. Und es ist ein Produkt, was hier den Wert natürlich unterstützt, sag ich mal. Ne? Augustinus Bader, The Rich Cream mit TFC 8, 15 Milliliter sind hier drin. Leute, das ist die fünfte Gesichtscreme. Jetzt hört es aber auch mal auf hier. Finde ich echt doof, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist aber ein gutes Produkt. Die habe ich auch schon verwendet und die mag ich auch. Die ist aber sehr reichhaltig, also wirklich auch nur für sehr trockene Häutchen geeignet. Ihr könnt doch jetzt nicht Creme
anderes Produkt Creme, anderes Produkt Creme, anderes. Das ist doch total blöd als Endspurt. Naja, in der Nummer 24, Heiligabend, wird jetzt wohl keine Lidschattenpalette drin sein. Finde ich schade, weil in den Adventskalender hätte es wirklich reingehört, ne? Was haben wir denn hier drin? Wir haben die Charlotte hier drin. Matte Revolution Luminous Modern Matte Long Lasting Lipstick. Echt jetzt? Also schön, dass es drin ist im Pillow Talk, aber das ist ja ein öder 24. Dezember eigentlich, oder? Ich habe meinen jetzt gerade nicht da, der ist nebenan. Ich brauche jetzt nicht dahin laufen. Ich glaube, Pillow Talk kennen wir alle. Was ist das denn für eine 24, Leute? Ja, okay. Passt sehr wahrscheinlich auch zum Lip Liner. Und wir hatten halt auch in dem Sinne keinen Lippenstift drin. Es ist eine super schöne Farbe, die so vielen Leuten auch wirklich gut steht, ne? Ich mag die auch sehr gerne. Aber das sind da 24? Puh, Leute, kommen wir zum Fazit. Also, es ist super gestartet, so abwechslungsreich, so coole Produkte drin. Dann kamen insgesamt 5 Gesichtscremes irgendwie. Schöne Parfums, das auf jeden Fall. Keine Körperpflege. Eine sehr enttäuschende 24, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht. Also ich glaube, und das ist jetzt nicht wegen Kooperation oder so, ne? Aber ich glaube, dass ich euch eher den von Look Fantastic empfehlen würde, dass ihr euch den anschaut. Der ist günstiger, der hat abwechslungsreichere Produkte drin. Und ich finde ihn irgendwie auch cooler gemacht. Ich weiß es nicht. Also jetzt zum Ende hin hat er nochmal richtig enttäuscht. Der ist so stark gestartet. Die erste Halbzeit habe ich echt gedacht, wow, was geht hier ab? Wie geil ist das bitte? Wenn die das so weiterziehen, dann geht es aber richtig gut hier, ne? Und dann die zweite Hälfte, als hätte da einer gepennt. Ich weiß auch nicht. Ganz komisch. Was meint ihr? Schreibt mir mal gerne eure Meinung in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Aber irgendwie? Also so erste und zweite Hälfte haben sich so dermaßen unterschieden. Auch so von dem Empfinden her. Weiß ich nicht, was da schief gelaufen ist. Oder dass am Ende dann halt gedacht wurde, oh je, nee, wir müssen aber noch unbedingt das mit reinpacken. Die und die Marken haben gesagt, die möchten unbedingt im Adventskalender vertreten sein und die haben uns aber leider nur alle Gesichtscremes geschickt. Keine Ahnung. Ich finde es schade. Echt. Naja, wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Wir können uns sehr gerne austauschen. Wenn ihr Bock auf diesen Adventskalender habt, könnt ihr ihn natürlich bestellen. Das ist vollkommen euch überlassen. Link dazu in der Infobox, aber ich würde, glaube ich, eher davon abraten. Ja, bin ich ehrlich. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.